guillotine. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem weiteren Part von Road to zum Road to Commander. Road to Commander! Ja, genau. Alles wird gut. Wir nehmen alle Drogen. Glücklich Drogen. Ja. Ja. Wir spielen hier gerade eine Runde. Macht richtig Spaß, Mann. Willst du was sagen? Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass ich, eigentlich... Mhm. Ne? Ja. Nein, ich wollte euch gar nicht sagen. Außerdem wollen wir das jetzt so machen. Wir nehmen ja gerade wirklich mehrere Parts auf. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir halt die Kommentare das erste Mal sehen, werden wir auf jeden Fall immer in diesen Wartezeiten jetzt hier mal ein paar immer Kommentare vorlesen und die beantworten. Ja, da möchte ich euch natürlich auch dazu anregen, richtig coole Kommentare zu schreiben. Und wir werden natürlich darauf eingehen. Ja, das ist natürlich auch eine coole Sache. Noch nebenbei, jetzt keine Sexfragen oder so, die Geschichte ist vorbei, Freunde. Das war eine krasse Zeit und wir haben da echt viel Spaß gehabt, oder nicht? Ja, jetzt vor allem, wo ich eine Freundin habe, wäre das nicht so schlau. Genau, das ist es ja. Deswegen konnte ich auch niemals Sexfragen machen, weil viele gesagt haben, ja, Danny hätte mal Giorgio fragen können. Ja, Freunde, das geht aber nicht, weil wenn man vergeben ist, geht das schlecht, über alte Sexsachen zu reden. Also ich würde es ja auch nicht toll finden, wenn meine Freundin das machen würde. Muss ich auch dazu sagen. Ja, wäre schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ja. Also ich will mir das auch irgendwie ungern vorstellen. Ich bilde mir auch immer ein, dass ich der erste Freund von meiner Freundin bin, dann ist alles gut. Naja, ich nicht unbedingt, weil ich weiß, ich habe selber Tausende davor, aber das weiß ich auch. Übrigens, das ist meine Hassmap, ich mag die gar nicht. Hier habe ich das 20-5 gerissen. Ja? Ja. Da bist du irgendwie, ich wollte schon sagen Hitler, Digga, aus Versehen. Da bist du irgendwie Gott oder so. Ich weiß selber nicht, was du bist dann, Digga. Weil das ist schon eine Leistung. Ich kann die Map gar nicht, ich weiß nicht, ich kann die irgendwie gar nicht einfach. Ich mag diese andere Map, diese, Digga, ich kenne noch die Namen gar nicht, weißt du? Digga, ich weiß gar nicht. Oh Gott, diese Map ist echt meine Hassmap. Ich kann die gar nicht. Einfach aus der Seite rausgesprayt, Alter. Obwohl ich drauf bin und schieße und tötet mich noch, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Digga, ist das dein Ernst? Ich weiß nicht, frag ihn doch mal. Ey, Digga, kann es sein, dass wenn man öfter nachladen drückt, dass er schneller nachlädt? Nee, ne? Oh shit. Ich finde Granaten ausweichen ist richtig einfach. Ich finde die Granaten hier nicht effektiv. Ne, ich finde auch, die Granaten sind sehr, sehr schwach hier. Ja. Vor allem, ne, ich mag die gar nicht. Die sind scheiße. Hurensohn-Granaten. Ja, du mit deinem scheiß Hurensohn, ich hasse dieses Wort, ne? Ja, stimmt. Ja, solange ich nicht zu dir sage, ist ja gut. Wow, Baby! Ich finde, ich weiß nicht, ich freue mich immer, wenn ich hier was bekomme, so Drohne oder so. Ich kann das gar nicht erklären, wieso. Ja, Digga, weil das so hier was noch bedeutet. Hier bedeutet das was, ne? Ja. Ja, das stimmt. Das ist, wie gesagt, das ist einfach krass. Die besten Spieler. Besten Spieler, die ich hier kenne in dem Spiel. Hä? Da hoch. Die besten Spieler, die ich jetzt so aus der COD-Szene kenne, die haben alle maximal eine 1,5er KD, Alter. Daran siehst du einfach. Ich habe auch eine 1,5er. Ja. Ja, sag ich. 1,2er oder 1,15er. Ich weiß nicht, aber irgendwie 2er, glaube ich. Ja, genau. Ja, ich habe auf jeden Fall 2er nicht. Ich habe über eine 1er KD, aber es ist einfach. Also mit meinem Haupt-Account. Aber, Oh Gott, was ist dieser Scheiß-Hack? Kennst du den? Wenn man gehackt wird, so dieses System hackt. Achso, ja. Alles schon kaputt. Hä? Er war schon kaputt. Da mal sehen, was für eine KD ich zum Schluss haben werde. Ich bin schon zufrieden, wenn es eine 2er KD ist, so. Dann Digga, das wäre schon Traum. Das wäre schon Traum, Digga. Ja, ich mein's ja. Ja, aber wo Giorgio recht hat, hat er auf jeden Fall recht. Das ist wirklich, ja, da muss ich in Ausnahmeweise einmal zustimmen. Nein, kleiner Spaß, Mann. Spaß, Giorgio! Spaß! Spaß, Mann! So. Komm her! Ich mag. Der kommt ja von der anderen Seite! Was ist deine Lieblingswaffe hier bis jetzt? Ja, die AK-12, ne? Ich hatte aber noch nicht viele Waffen, muss ich dazu sagen. Die erste Waffe, die BAL, ist richtig gut. Echt? Mhm, das ist die beste. Mit der AK-12. Weiß es nicht, ich kenne nicht die Waffen, die zum Schluss kommen, ne? Das weiß ich gar nicht, wie die Waffen da sind. Muss da nachladen, Freunde. Deswegen immer nach jedem Fight nachladen, Alter. Ja. Sonst bereut ihr das im nächsten. Im nächsten Fight. Im nächsten Leben, ja, ist klar. Ist klar, Mann, Giorgio, du hast nie recht, Mann. Hä? Ich muss sagen, ich gehe eigentlich ganz schön ab. Ich weiß nicht, wieso. Das Spiel ist... Ich gehe ziemlich ab. Ich habe schon wieder eine Drohne. Nice, Digga. Ja. Digga, ich helfe meinem Team. Das ist das, was ich will. Oh, Baby! Von oben drüber. Ich muss sagen, irgendwie, es freut mich gerade, dass ich... hier auch was hinkriege jetzt, weil
Ich muss sagen, ich weiß nicht, als letztes Mal, als ich privat gespielt habe, war es nicht so toll. Scheiße hinter mir. Hab ein Geschütz wieder. Ich will gar nicht das Geschütz. Ich weiß gar nicht, wieso ich das immer wieder habe. Feindliche Drohne online. So, ich finde jetzt gerade gar keinen Gegner, Alter. Ach, scheiße. Greift das Geschütz auch automatisch an oder muss ich da irgendwie... Es greift auch automatisch an. Okay, gut. Du hast natürlich auch die Möglichkeit damit zu agieren, aber ja. Es greift auch automatisch an. Okay, gut. Da kommt den Typen an! Das ist wie bei Black Ops 2. Oh shit. Die haben mein Geschütz zerstört, die Bastarde. So. High five, komm her. Schade, dass man sich nicht so High five wie bei Portal geben kann. Oh, Alter. Unnötig am Sterben, Alter. Ja, es ist. Jeder Tod ist hier eigentlich unnötig. Ja. Mein Aiming ist das beste Aiming ever. Läuft. Mein Aiming ist hier in dem Spiel noch nicht mal schlecht, finde ich, aber. Das ist schwer, Gegner zu treffen eigentlich. Ja. Ja, wegen den Hüpfen, ne? Und alles. Ja. Das ist auf jeden Fall. Oh, warum lernen wir da? Okay. Ich spring einfach gegen das Fenster und komm nicht rein, Alter. Ja, mal zu dick. Dicke Giorgio! Ich hab schon wieder eine Drohne. Okay, jetzt war mein Aiming nicht gut. Nein! Was ist das für eine scheiß Rakete? Ich bin einfach explodiert, einfach so. Echt? Ja, einfach so explodiert. Ich weiß nicht, ich habe keinen Gegner gesehen, gar nichts. Oder es war eine Granatenwerfer, eins von beiden. Der läuft einfach mir vorbei, okay, alles klar. Kann ich hier irgendwie hoch? Die sind alle da oben. Ich geh da mal hoch. Ist auch noch schwer. Nein, das war ein Gegner, war... Oh, komm schon. Wenn die liegen, ne, ich finde das so... Ich weiß nicht, Alter. Drogenabhängig, ja, ja. Drogen sind gesund. Digga, ist das ein scheiß Ernst, Alter? Ich hab gedacht, der war im Campen, okay. Oh. Easy locker flog ich aus der Hüfte. Ich hab eine Granate geworfen. Voll im Einmal, ne? Also, ja. Die reden hier immer hier, ne? Weißt du? Die reden hier immer. Ja, ja. Und einmal hat er mal was gesagt, und zwar hat er gesagt, in der Schule. Nein, wir haben verloren! Egal, ich... Scheiße, Alter. Ja, wir haben zwei gewonnen, einen verloren. Und zwar hat er gesagt, in der Schule. Und auf dieser Map gab es wirklich eine Schule, und dann habe ich einen Triple Kill gesessen. Da bin ich da hingegangen. Echt? Ja. Ja, das war's. Das war's für diese Folge. Und die Map hasse ich. Ich kann die gar nicht leiden. Ich weiß gar nicht, wie ich hier nur so einen Score reißen konnte. Ich mag die einfach gar nicht. Aber wenn ich so einen Score hätte, könnte ich eine 2er-KD reißen, weil ich halt immer mehr, doppelt so viele Kills habe wie Tode, weißt du? So kann man ja eine 2er-KD reißen. Ja, ja, klar, klar. Vielen Dank fürs Zuhören der Show. Willst du noch was sagen? Ja, ich wollte sagen, Freunde, auf jeden Fall seht ihr, es geht voran. Wir machen es immer weiter. Jeden Tag um 15 Uhr kommt ein Part. Ja, das haben wir so abgemacht. Deswegen, ihr könnt euch jeden Tag um 15 Uhr darauf freuen, dass Road to Commander kommt. Ja, ja. Und mehr wollte ich gar nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuhören der Show. Und ja, 3, 2, 1. Ciao, Mann!